Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Es ist Montag früh. Jetzt nicht mehr ganz so früh, aber trotzdem früh aufgestanden. Viel zu tun. Jetzt das Wochenende hart gezockt. Krasses Wochenende war das übrigens. Aber jetzt erstmal wieder ein paar Sachen erledigen. Hab mich schnell in ein paar Arenen hier gesetzt. Moment, ich muss kurz niesen. So, hab mich hier in ein paar Arenen gesetzt. Oder zumindest zwei. Weil der Rest dann wieder mal von Raid-Monstern besetzt wurde. Was mich halt böse langweilt. Also. Die Eier müssen echt zurück, weil ich hatte vor, alle fünf hier zu machen, zu besetzen. Und auf einmal, ich wollte losgehen und auf einmal waren drei von denen besetzt. Richtig behindert. Aber egal, auf jeden Fall zwei besetzt, weil durch das Wochenende, durch die ganze Zeit Farm in Parsing so viele Bären gesammelt. 400, 500 Bären. Die müssen erstmal alle weg jetzt. Und während ich das gemacht habe, kamen ein paar krasse Neuigkeiten rein, ein paar krasse Nachrichten. Und zwar, Mewtwo ist hier. Also nicht hier, aber Mewtwo ist im Spiel. Und zwar in Japan, bei diesem Yokohama-Event, Pokémon Stadium-Event, was auch immer. Mewtwo ist da. Quelle, Trainertipp zum Beispiel, der ist da. Hat ein paar Fotos gemacht, also Mewtwo auf jeden Fall hier. Die Frage ist halt nur, wann er zu uns kommt. Möglicherweise morgen würde passen, wenn Zapdos geht. Möglicherweise dann auch Lugia. Und dann würde Mewtwo kommen. Aber schauen wir mal. Da kann man nur spekulieren. Auf jeden Fall ist er im Spiel. Und ein paar Details, ein paar Veränderungen zu seinen Werten gibt es auch. Also, der wurde genervt anscheinend. Alles schwächer. WP jetzt unter 4000, 3,9 irgendwas. Attack, Defense und sowas, alles runter. Und bester Counter gegen ihn natürlich Unlicht. Despotar bis Knisher. Schauen wir mal, vielleicht mache ich noch einen zur Vorbereitung oder vielleicht sogar zwei. Aber dazu mehr, wenn er dann da ist. Aber das ist natürlich nicht das Einzige in diesem Video, sonst wäre das recht kurz. Also, das war jetzt nur so am Rande erwähnt, weil es gerade reingekommen ist. Eigentlich wollte ich jetzt so ein kleines Recap über das Wochenende machen und dann so die Woche betrachten, was da so alles an Videos rauskommen wird, weil heute relativ viel zu tun, deswegen kann ich jetzt noch keinen Vlog vom Samstag oder so rausbringen, das würde zu lange dauern. Aber wie gesagt, echt ein cooles Wochenende, sehr viele coole Leute getroffen. Ich will gar nicht anfangen, die Leute zu nennen, weil sonst werde ich irgendjemanden sicher vergessen. Auf jeden Fall alle, die mit mir abgehangen haben, Shoutout an euch, echt cool. Und natürlich an die ganzen Zuschauer, es war so viel los am Samstag. Sogar Sonntag noch, aber vor allem am Samstag. Julian getroffen natürlich, nicht zum ersten Mal. Letztens war er auch da, also echt cooler Typ, hat mich echt sehr überrascht. Auf jeden Fall hat er meinen Respekt verdient. Weil einmal hat Tati ihn gefragt, wieso er an dem Tag nicht gefilmt hat. Ganz normal Vlog halt, habe ich auch nur am Samstag gemacht, Sonntag nicht, da haben wir andere Sachen gedreht. Und er meinte als Antwort, weil er farmen will. Da hat er echt meinen Respekt verdient. Und auch andere Leute, die waren echt krass unterwegs, viel gefarmt. München leider überhaupt nicht repräsentiert, also von den ganzen Mengenmassen dort. Ich kannte, glaube ich, fünf Münchner. Der Rest war auf Raid Tour natürlich. Wo sonst? Echt schade. Ich hätte den Leuten gerne ein paar krasse Münchner gezeigt, aber nur ich war am Start und Birgit ab und zu. Aber war trotzdem cool. Viele Leute getroffen, viele Zuschauer. Paar Videos gedreht. Zu den Videos natürlich das Wichtigste, das 100% Battle, was eigentlich kein 100% Battle mehr ist. Wir haben die Regeln ein bisschen geändert, aber werdet ihr demnächst in den Videos sehen. Jetzt ist es eigentlich ein Pokédex Battle oder IV Battle. Wir haben jetzt den ganzen Pokédex verglichen und bei jedem Pokémon die bessere IV gewählt. Aber wie gesagt, mehr dazu bald. Es war ursprünglich für Dienstag oder Mittwoch geplant. Heute ist Montag, also Dienstag ist wahrscheinlich zu früh, weil wir haben uns jetzt noch gar nicht besprochen. Also für morgen wird es wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich nichts. Ah, ich will jetzt nicht für Julian sprechen, also ich will euch keine falschen Versprechungen machen, weil wir laden es gleichzeitig hoch. Also ursprünglich Mittwoch geplant. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Beziehungsweise er, also ich würde es locker schaffen. Spaß. Ah, dann natürlich der Vlog von Samstag. Also da war echt eine Menge los. Viele Zuschauer, viele Leute. Da war ein Raid mitten am Brunnen, genau in der Mitte. Das ging so krass ab, da waren so viele Leute. Lasst euch da überraschen. Und das Event ist noch nicht vorbei. Also, das war erst Halbzeit. Echt krank. Also, richtig krank. Das geht noch bis zum 21., glaube ich. Also, bis nächste Woche, inklusive Montag. Also, sprich, ein Wochenende auf jeden Fall noch. Und mitten in der Woche, unter der Woche, sind die Module trotzdem an. Heute auch schon wieder ein paar Leute angeschrieben, ob ich vorbeikomme. Also heute brauche ich auf jeden Fall erstmal Pause. Ich habe gestern sogar noch am Abend einen Softbank kassiert. Richtig krass. Aber richtig gutes Timing. Also
ich musste eh losgehen, also ich hatte einen Termin, wurde zum Essen eingeladen und da musste ich hin. Und genau so 5 Minuten bevor ich gehen musste, habe ich noch einen Softbank kassiert, also echt krass. Aber wie gesagt, heute, wenn dann irgendwann am Abend vielleicht um 6, 7 bis 10, 11 oder so, vielleicht, wenn überhaupt. Aber die Woche auf jeden Fall ein paar Mal noch, weil Module sind an, Event läuft, Pakagamas brauche ich auf jeden Fall noch, vor allem 100%. Und ein Kollege von mir, der Felix, Shoutout an ihn, hat jetzt 2 Wochen Urlaub, er versucht die 40 zu knacken. Also Level 40, nicht 40 Millionen, so wie ich. Er versucht die 40 zu knacken, braucht noch 500.000 auf 39, glaube ich, und dann 5 Millionen. 5,5 in 2 Wochen, wird krass. Aber vielleicht werde ich da einiges filmen. Road to Level 40 in 2 Wochen. Mal schauen, wenn es interessant wird. Ansonsten meine Ziele natürlich 40 Millionen. Ich brauche dann noch 1,8 und ein paar zerquetschte. Also müsste ich die Woche schaffen, wenn ich mich anstrenge. Aber das will ich eigentlich nicht. Also die nächsten 2 Wochen auf jeden Fall. Ja, vielleicht bis zum Wochenende. Ja, bis zum Wochenende würde schon gehen. Ich glaube Sonntag so. Müsste machbar sein. Das ist mein Ziel also auf jeden Fall. 40 Millionen. Level 40 für den Kollegen und dann. Und wie gesagt, im Verlauf der Woche noch die ganzen Videos vom Wochenende mit Julian. Das Battle und ein paar andere Videos, die ich gedreht habe. Freut euch darauf, aber das war's für heute. Kurzes Recap. Ich muss mich erstmal erholen. Genug gespielt, genug gefilmt. Ein paar Erledigungen machen. Aber Mirto ist da. Freut euch. Mal schauen, wann der kommt. Ansonsten, Shoutout an alle, die ich kennengelernt habe. Alle Zuschauer, die ich getroffen habe. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.